verdient haben. Das macht richtig Sinn. Ein Unterrichtsfach, in dem Schüler lernen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und in dem sie lernen, zur Ruhe zu kommen. Das gibt es am Karl-Miele-Berufskolleg in Gütersloh auch. Falls Sie sich jetzt aber an Yoga, falls Sie an Yoga denken oder an autogenes Training oder Atemübungen, dann sind Sie komplett falsch. Hop the bow, draw and lose. Immer dann, wenn die Sorge dazukommt, oh, ist das weit, das kriege ich nicht hin. Dann ruft ihr alles in euch zusammen, das kriege ich nicht hin. Das ist nicht vorteilhaft, das brauchen wir nicht. Also denkt diese Gedanken nicht. Die Schüler von Armin Meyer-Kühn sind hochkonzentriert. Genau darum geht es in dem Fach, das sie gerade haben. Up the bow. Konzentration mit dem Bogen. Draw and loose. Die Schüler sollen innerlich ruhig werden. Nur ein kleiner Gedanke an etwas anderes und Schütze und Pfeil werden abgelenkt. Ich habe gerade an was anderes gedacht und das darf ich nicht tun, weil ich, wenn man an das Engard drin ist, Engard, dann muss, da hat man schon alle Überlegungen getan. Dann ist man sozusagen schon im Schuss drin und dann sieht man schon das Ziel. Und gerade hatte ich gerade einen anderen Gedanken gerade im Kopf. Woran hast du gedacht? Ich habe gerade an meine Freundin gedacht. Armin Meyer-Kühn liebt Pfeil und Bogen. Als er 13 Jahre alt war, hat er angefangen, damit zu trainieren. Vor eineinhalb Jahren hat der deutsche Sportlehrer sein Hobby hier am Gütersloher Karl-Miele-Berufskolleg zum Unterrichtsfach gemacht. Keiner seiner Schüler redet. Sie spüren, dass sie gerade viel mehr lernen, als nur mit Pfeil und Bogen zu schießen. Zieht bis hinten hin und lasst den Pfeil. Den Rest macht der Bogen. Dem habt ihr ja eure Kraft geliehen. Von meiner Seite merkte ich, dass so viele treffliche Dinge, die ich mit dem Bogen tun kann, nämlich Hinwendung auf sich selber, den guten Stand, den Spannungsverlauf selbst im Körper erfahren und diesen bezaubernden Moment, den Pfeil zu halten in hoher Spannung und ihn ganz sachte fliegen zu lassen, dass das wunderbare Lerngelegenheiten sind, wie ich zu mir selber finde. Ich muss mich im Ziel wiederfinden, egal was ich tue. Und dann muss ich die Möglichkeit haben, in mich hineinzuhorchen, ganz bei mir zu sein und Kräfte zu mobilisieren oder auch einmal zu erkennen, heute ist es nicht so, dass ich es schaffen kann, heute nehme ich ein anderes Ziel. En garde. Der Unterricht mit dem Bogen soll die Schüler in ihrem ganzen Leben beeinflussen. Sie suchen sich ein Ziel aus, sie richten ihre ganze Kraft darauf aus und dann lassen sie los. Woran hast du diesmal gedacht? Woran ich gerade gedacht habe? Ich habe gerade an gar nichts gedacht. Ich habe nur noch gedacht, wie mein Pfeil gerade ins Ziel drin steckt. Ohne Sorgen, ohne Vorgedanken, ohne Pläne, also ganz bei sich zu sein. Und dass sie da heraus eine Kraft entwickeln, die sie in sich haben, die alle in sich haben. Denn mit seinen Schülern macht's Armin Meyer-Kühn genauso wie mit den Pfeilen. Er weiß schon vorher, dass sie ihre Ziele erreichen werden. Er hilft ihnen nur dabei.